Hallo und zurück zu einem neuen Video. Das letzte Video in diesem Jahr. Das ist jetzt das sechste Jahr, was ich mit euch gemeinsam beende. Ich habe es jetzt in jedem meiner YouTube-Jahre am letzten Tag einen Jahresrückblick hochgeladen. Ich muss sagen, 2016 war ein Jahr, vor dem ich große Angst hatte, einfach weil ich so viel Hoffnung reingesteckt habe. Und Anfang des Jahres habe ich mir einfach gedacht, ich möchte nicht in meinem Jahresrückblick 2016 wieder vor der Kamera sitzen und mir sagen, es war nicht mein Jahr. Ohne viel drum herum zu reden, zeige ich euch einfach mein Jahr. Frohes Neues an alle! Ich wollte gerade irgendwie noch ein paar sentimentale Worte von mir geben fürs neue Jahr, aber ich glaube, ich lasse es einfach. Oh mein Gott. Plötzlich so Justin Bieber folgt dir. Oh mein Gott. Happy Birthday ist da. Ich bin jetzt 20. Fliege ich nach L.A. Ich bin in L.A. Wir fahren jetzt hier am Venice Beach so entlang. Mein Gott, es ist so geil. Sammy, auf so zu schreien! Ja, die Pizza ist gut. Da ist Angelina Jolie und sie ist so unglaublich hübsch. This is really over! Wow, let me go! Hey, Daniel und ich waren Backstage bei Riani. Oh, sieht so, ich finde das sieht voll süß aus. Die sind so cute. Wenn man mit Essen kommt. And baby, I've been moving on. And I think you should show me something. I don't want to hold back. Maybe you should know that. My mama don't like you and she likes everyone. Aua! Du musst so springen! Hör auf, dich hier dran zu packen! Sind wir in Hamburg, weil Shanti mir das zum Geburtstag geschenkt hat. Autsch! Wir sitzen jetzt hier in der Alster und wir haben uns Eis geholt. Meine Haare so fast bis zur Hüfte. So sieht's aus. Fahre ich gleich nach Paris ins Disneyland. Leute, ich habe gerade schon Minnie Maus und so richtig, sie kam mir rein und direkt war alles so magisch. Oh mein Gott, sie ist so süß. So schön. Auf eine Wakeboard ein Salto zu machen, ohne Sprungschanze, ist da Respekt. Ich wollte jetzt nicht so damit angeben. Nee. Weil das ja nicht brennt. So, oh, er hat sie alle Jahre lang. Ist da. Ja, nice. Richtig nice. Ich habe jetzt zweimal das Bananenboot an den Kopf bekommen, einmal Shanti. Aber das war's witzig. Leute, wir sind hier auf dem Wasser und wir glauben, wir haben schon einen Wal gesehen. Okay, Leute. Okay. Jetzt gleich geht's los. Es geht für uns auf eine weitere Reise und diesmal geht's uns nach Split. Yay! Yeah.
letzte Woche Paris, darauf Teneriffa und jetzt gerade sind alles zusammen. So Leute, wir haben schon unsere Anzüge an. Wir waren ja auf Teneriffa und haben da halt zusammen mit Vodafone einen neuen Werbespot gedreht. Es kann sein, dass wir jetzt irgendwie noch die Möglichkeit haben, Troy zu treffen und ich raste aus, ey. Wir dürfen halt ein Foto mit ihm machen. Als ich mich dann so zu ihm gesetzt habe, meinte er so, oh, I love your jeans. Und ich so, thank you. Heute haben wir Shooting. Shanti und ich zusammen mit Even and Odd unsere eigene Capsule Collection Design. Ich habe jetzt schon so oft erzählt, dass ich in Richtung Modedesign gehen möchte und dann seine eigenen Teile mal so ein bisschen zu designen und so, ist schon irgendwie dann krass. Und dann geht's heute nach Kalifornien. Hey, auf Rick, come on. In San Francisco. Gerade wieder so ein Moment, wo ich so richtig dankbar dafür bin, was ich hier alles erleben darf. Heute wieder eine kleine Haarveränderung geben. Damn. Mir gefällt es voll gut, dass es so peppig irgendwie jetzt ist. Also zumindest nur bis dahin, wo wir... Mein Arsch hängt raus. Ich liebe diese Melodie. Gleich 10 Uhr, wir haben noch nicht geschlafen. Ich ziehe finally aus. Es geht für mich nach Berlin. Ich habe einfach mal mein Handy im Zug vergessen. Ich fühle mich so dumm, dass ich jetzt deswegen hier so rumheule. Fertig. Ich habe mich dann auch direkt übergeben und jetzt sind die Kopfschmerzen richtig schlimm. Ich befinde mich gerade bereits in Kroatien. Guck das mal an. Oh, der Koffer! Soraya! Oh, fuck, ey.
gehen wir heute auf Lollapalooza. Ich bin heute schon hochmotiviert. Woran könnte das bloß liegen? Sag ich doch. Crazy. Ich geht's heute nach Paris. Jopp, Leute. Wir sind direkt jetzt vom Eiffelturm. Oh mein Gott. Ich habe eben eine Zusage für die Wohnung bekommen. Singapur. Und ich bin mega aufgeregt. Ich bin das erste Mal hier. Wow. Man muss sie einfach ganz eng umarmen. Look at this, guys. Angekommen auf Bali. Zeig ihn. Stevania. Es geht ab, Leute. So romantisch. I love you, Fuzzy. Yay, wir haben es geschafft. Also Leute, ich melde meinen zweiten Wohnsitz im Ikea an. Wir sind in Kopenhagen. Wird sie den großen Sprung schaffen? Oh mein Gott. Ich hab's eins! Heute geht es nach Der Blick ist da. Eins, zwei, puh. Ich bin jetzt gerade in Paris. So sieht jetzt die Farbe in meinen Haaren aus. Hier seht ihr schon so ein paar Bilder, die wir jetzt gerade schnell geschossen haben. 52 mal 14 Ämter kann ein Pfund Fett verbrauchen. Scheiße, Mann. Deswegen nehme ich nicht zu. Ja, das war mein Jahr 2016 und ich kann gar nicht glauben, dass es jetzt schon vorbei ist. Dieses Jahr war einfach krass und es sind so viele Sachen passiert, die bei mir teilweise in 3-4 Jahren nicht passiert sind davor. Ich glaube einfach, dass ich in keinem Jahr zuvor so glücklich war wie in diesem Jahr. Ich habe eigentlich mir versprochen, dass ich nicht wieder so emotional sein werde wie in den Jahren davor, aber in diesem Jahr sind einfach so viele Sachen passiert, für die ich so unglaublich dankbar bin. Und ich bin immer noch froh darüber, dass ich all das mit euch zusammen teilen kann und ihr immer noch an meinem Leben interessiert seid nach fast 6 Jahren. Das ist unglaublich. Ich muss sagen, ich bin einfach glücklich zurzeit. Und das auszusprechen fällt mir irgendwie extrem schwer, weil ich so schon die letzten Jahre gar nicht gedacht habe. Obwohl es mir auch immer gut ging oder ich auch für mein Leben dankbar sein kann und auch bin. Aber so richtig von glücklich sein gesprochen habe ich schon lange nicht mehr. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich mit meinem Leben. Und ich bin glücklich mit 2016. Und ich freue mich unglaublich auf das nächste Jahr. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ihr müsst mir unbedingt in die Kommentare schreiben, wie 2016 für euch verlaufen ist. Was ihr euch vielleicht fürs nächste Jahr vornehmt. Kommt gut ins neue Jahr. Und wir sehen uns dann in 2017.